Jo, zurück. Es sieht auch nicht mehr so. Ich habe schon ein bisschen Fenster reingemacht. Allerdings, was mache ich hier vorne? Das ist die große Frage, die sich so stellt. Denn wie sieht denn das aus, wenn ich da Glasblöcke reinmache und in der Mitte eine Tür? Wäre das eine Option? Ich weiß das einfach nicht. Ob das Sinn macht. Jedenfalls auf einer Seite, weil ich würde ja gerne hier rausgehen können. Ha? Kann man das so machen? Sollen wir sogar zwei Türen machen? Ups, jetzt bin ich fast rückwärts in den Abgrund gestürzt. Probiert mal mit einer Tür zuerst aus. Holz fehlt mir auch. Das ist falsche Holz. Das brauche ich. Ach so. Ich werde mal hier die zwei nehmen und den Rest hier auffüllen. Türe. Geht eigentlich, würde ich sagen, geht eigentlich, hä? Die Frage ist jetzt nur, beidseitig oder nicht? Ich mache hier mal zu. Wir machen das mal einseitig. Wer braucht denn schon so viele Türen? Wo haben wir Zaun? Zaun hatte ich auch hier. Ich wollte ja mal probieren, wie das aussieht, wenn man hier. Ja, wenn man hier. Der verbindet sich nicht. So machen. Immer ein bisschen Schnee räumen. Damit das Zeug hier mal ein bisschen beiseite geschafft ist. Nicht, dass sich hier noch eine, dass hier noch eine ausrutscht. Mit dem Hinterkopf hier. Auf die Treppe knallt und größeren Gedächtnisverlust erleidet. Wollen wir ja auch nicht. Die nächste Aktion ist, was mache ich hier oben? Ich will unbedingt hier oben noch irgendwas machen. Aber was? Das ist die Frage. Habe ich da noch gar keine Fenster drin? Nee, weil ich da ja noch irgendwie. Verbindet sich hier auch nicht, weil wir Treppen haben. Druckplatte. Wie macht man denn eine Druckplatte? Wie war denn das? Jo, ich weiß es nicht mehr. Das gibt Knöpfe. Ah, was ist das? Druckplatte. Siehst du wohl, da haben wir es schon.
hier. Eine da. Lass mal bei der Flucht. Das ist schlecht. Hier gehen wir beim Vorbeilaufen. Fackeln wir uns jetzt mal unsere Haarpracht an. Licht haben wir eigentlich gerade genug. Trotz allem, der Boden hier, das ist natürlich auch noch hübsch, ist was anderes. Ich habe einen Bittermann. Aber das stelle ich jetzt, glaube ich, hier nicht auf. Was machen wir hier? Das gleiche wie auf der anderen Seite. Jetzt tun wir mal nicht lange rum. Jetzt machen wir einfach mal hier auch. So. Oder? Bisschen Grünzeug eingepflanzt. So. Dann machen wir uns, hauen wir Scheiben rein. Scheiben hier. So. Es ist ja nicht so. Könnte man ja theoretisch, können wir das ja alles wieder rauskloppen. Falltür. Falltür war. Wir brauchen, wie viel brauchen wir denn? Jetzt haben wir 4, 1, 3, 5, 8 brauchen wir. 8, wir brauchen also noch mehr Holz. Vier, sechs, acht. Stimmt es? Wir werden sehen. Seid ihr noch? Okay. So, prima. Ja, wunderbar, ist doch ganz nett. Was wir dann noch machen können, ist hier. Hier haben wir jetzt so eine Stufe. Die hauen wir raus. Blocken. Blocken. Zwei von denen. Gut, den können wir nicht stapeln. Können wir nur mit Knochenmehl behandeln. Macht aber nichts. Ist das hübsch hier? Also wenn das Glas normalerweise so ganz an die Wand rangeht, finde ich das nicht so wirklich prickelnd, aber
Es ist jetzt halt mal so. Naja, dann lassen wir es halt. Hier könnten wir auch noch irgendwas Grünes reinklopfen. Oder? Ich könnte doch hier... Ich überlege gerade, wenn ich hier hinten... quasi so einen kleinen grünen Bereich mache, innerhalb des Hauses. Naja, gut. Das überlegen wir uns dann. Also hier könnte man auch, man könnte hier so 6, also direkt vor dem Fenster, ja, so ein bisschen grün reinmachen. Hier halbe Steine als Umrandung. Und dann da ein bisschen was reinpflanzen. Einfach um ein bisschen grün zu haben hier innen. Ist ja ganz verkehrt, wäre das nicht. Würde ich behaupten. Könnte man machen. Ich wäre aber jetzt mal außen. Irgendwo ist hier ein Skelett umeinander. Wo, aber irgendwo höre ich es. Ich werde hier jetzt mal schauen, was macht man hier. Nicht, dass mir der hier seitlich und ich wieder in den Tod stürzt, hier was mit dem Pfeil in die Birne schießt. Ich wollte ja auf alle Fälle. Aua! Hier eine Stütze anbringen, entweder irgendwas machen, was hier rausgeht, oder am besten gleich hier. Das so runtergehen lassen. Bin mir aber nicht ganz sicher, wie das am besten zu verwirklichen ist. Weil der Holzstamm muss ja fast hier runter, oder? Oder wie ist denn das? Ach, wie viel... Ich habe wieder zu wenig Erde um mir. Hier ein großes Hilfsgerüst zu bauen. Hier habe ich Erde. Mal mitnehmen. Aber
will erstmal eine Runde schlafen gehen. Das ist mir sonst doch zu gefährlich hier. Der Creeper da unten, der hat auch kein Zuhause. Und glotzt nur noch Löcher in die Luft. Ach ja. So. Soll ich irgendwas da lassen von meinem Kraffel? Ich wüsste aber nicht was. Das Blumenzeug, das bringe ich dann wieder runter. Sonst habe ich hier überall irgendwie was. Und hab doch nichts. Das hier schaut aus wie... Wo ist denn der? Ich werde mich mal schnell schauen hier. Aua! Ich hab's doch gewusst. Euch einfach nicht leiden. So. Hier muss ich notfalls das rausklopfen. Komplett. Vielleicht ist es sogar gescheiter. Wir machen hier so eine Stütze nach unten. Brauchen wir hier so eine Riesenkonstruktion? Oder ist es ein wenig übertrieben? Nicht ganz sicher, ob wir damit nicht ein wenig übertreiben. Egal, wir probieren's. Oh, noch mehr Dirt an die Front. Gemacht. War falsch rum platziert. Für das bisschen Balkon hier so eine fette Konstruktion. Oder wir lassen das hier raus. Schaut sie nicht ganz so massiv aus. Das ist vielleicht besser. So ein Riesending, das kann man immer noch mal machen, aber ich glaube, hier ist es fast etwas too much. Okay. Ja, so ist besser. Und ich glaube, ich hack das raus. Hier. Für einen Kuppel rein. Ich denke, die brauchen wir auch nicht. Na, schade. Müssen wir doch hier vor. So, dann können wir hier
Oder? Oder wir machen das ganz anders und... Das wäre vielleicht auch nicht verkehrt. Ich mache das mal anders. Ich baue hier so eine Stütze nach da. So machen wir es. Okay. Aber das mache ich in der nächsten Folge. Ja, bis dahin.